Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's gut. Ja, doch, mir geht's gut. Ich habe einen neuen Food Haul für dich. Allerdings nehme ich den am Sonntag auf und wir waren gestern einkaufen. Deshalb ist einiges schon weg, aber ist ja egal. Mein Konzept? Kein Konzept. Wir fangen beim Wochenmarkt an. Da haben wir einmal für meine Challenge, und zwar die Sober Till Oktober, habe ich mir gedacht, langt ja nicht, wenn ich einfach nur kein Alkohol mehr trinke. Als wäre das jetzt so ein schlimmer Hassel, aber ja. Ich dachte mir, nö, ich mache dann auch gleich nochmal so ein bisschen Entgiftung und mache mir momentan jeden Morgen einen Selleriesaft. Deshalb hier ein sehr kleiner Sellerie. Genau, da haben wir mal den. Dann haben wir von, ich glaube, habe ich mir beim Rewe geholt, Frühlingszwiebeln, die habe ich noch. Wir haben ganz viele tolle kleine Äpfel. Das sind die Summer Red, die sind sehr säuerlich, sehr lecker für Leute, die säuerlich und knackig mögen. Kann ich nur empfehlen. Da lasse ich mir auch mal einen drauf. So, dann habe ich hier eine Nektarine gekauft. Oder ist das eine Pfirsich? Boah. Weiß ich gerade nicht, egal. Ist eine Nektarine. Und hier noch eine Plattpfirsich. Die lasse ich mir auch mal draußen, mache ich mir gleich noch was. Dann wollte Kai noch ein paar Mirabellen, dann haben wir noch so eine Handvoll Mirabellen gekauft. Ein Brokkoli durfte natürlich nicht fehlen. Dann haben wir eine Paprika und eine Spitz, also eine normale und eine Spitzpaprika. Ich habe hier drei kleine Gürkchen, so in der Größe. Und hier noch so, ach, ich glaube, die mache ich auch mal ab. Die müssen ja jetzt hier nicht an dem Grünen rumgammeln. Und noch hier so ein paar Radieschen, die habe ich auch irgendwo, ich glaube beim Rewe oder so noch gekauft, weil wir waren ja weg gewesen und da kam wieder dieser gleiche Hassel, den ich schon mal hatte, weil wir sind Sonntag zurückgekommen und dann waren wir halt irgendwie jeden Tag einkaufen. Das ist halt irgendwie echt blöd. Und dann beim Markt haben wir noch gekauft Tomaten und Zitronen. Das war's beim Markt. Achso, ich habe noch eine Avocado, aber die habe ich auch vom Rewe. Die war da im Angebot für 79 Cent. Und zusammen haben wir, die Äpfel haben 3 Euro gekostet und die ganze Gemüse und Obst hat 23 Euro gekostet. Da hatten wir auch noch, nee, wir hatten nichts mehr. Nee, stimmt alles so, wie es war. Ich lüge. So, und dann waren wir noch beim DM und beim Dance. Beim Dance gab es ja ein Angebot Soja-Tempeh-Koriander. Da habe ich 2 Packungen mitgenommen. Ich denke, wir werden eine Asia-Pfanne machen und in irgendeine Bowl werde ich es noch reinbekommen. Dann habe ich Spinat gekauft. Das ist jetzt der Rest, weil ich habe mir den anderen Rest auf eine Pizza gemacht, die sehr lecker geworden ist. Und das werde ich mir morgen früh, glaube ich, einfach in den Smoothie reinmachen mit noch einem Apfel und ich glaube, ich habe noch so ein bisschen Brokkoli-Abfall, dann kommt das auch noch rein. Dann hatten wir ja, wie gesagt, die glutenfreie und vegane Pizza gemacht. Da haben wir noch den veganen Käse von Veggie Filata gekauft. Den finde ich eigentlich immer sehr, sehr lecker und sehr, sehr gut. Der funktioniert auch gut. Der schmilzt schön. Einfach eine schöne Sache. Dann hat Kai sich noch so ein paar Aufstriche mitgenommen und zwar einmal 3 Streichcreme Toskana Art, Streichcreme Paprika Chili und noch von der Zwergenwiese die Streich 4 Pfeffer. Ja, das war's, glaube ich, erstmal beim Dance. Ja, beim DM haben wir einmal geholt, auch für die Pizza, Passata, da ist jetzt noch ein bisschen was übrig geblieben. Da schaue ich mal, was ich damit mache, vielleicht irgendwie eine Bolognese oder so, damit man schnell noch was hat für die Mittagspause. Dann haben wir uns 2-mal Oatly Barista mitgenommen. Unsere Katze durfte natürlich nicht fehlen, die hat Katzenmilch gekriegt. Und ich habe noch Duschgel und Shampoo, das war aber schon in Benutzung, wie man eventuell sieht. Also ich war schon duschen, deshalb liegt hier nicht mehr. Und Zahncreme, die liegt hier auch nicht mehr. Genau, stimmt. Und wir haben beim DM auch so einen Fertigteig vom
Backhof mitgenommen, also für glutenfreie Pizza, und die war wirklich sehr lecker. Ich würde aber beim nächsten Mal, ich habe dann nochmal gegoogelt und habe dann auch ein Rezept gefunden für eine Pizza, für einen Pizzateig mit Buchweizenmehl. Und ich glaube, das würde ich einfach gerne das nächste Mal ausprobieren, weil ich finde eigentlich auch Buchweizenmehl sehr, sehr lecker. Also mir schmeckt das gut, gerade bei herzhaften Gerichten, weil das so ein bisschen nussig ist. Deshalb würde ich das, glaube ich, ausprobieren, und wenn ich das machen sollte, dann nehme ich dich mit. Ja. Und beim Dance, das fällt mir gerade noch ein, hat der Kai sich auch einmal für morgens Porridge Hot Hafer, die 7 Saaten ungesüßt mitgenommen, auch von dem Bauhof. Der hat eigentlich echt immer ganz coole Sachen. Und ich glaube, das war's. Und es war jetzt dafür, dass wir beim Dance waren. Also beim Dance war es irgendwie echt gar nicht teuer. Ich glaube 26 Euro oder so. Und wir hatten wirklich viel. Und auch wir hatten noch für auf die Pizza hatten wir noch Tofu gehabt und Champignons. Und ich habe mir noch eine Ingwer mitgenommen, die auch in meinen Selleriesaft reinkommt. Die liegt hier. Und fand ich jetzt wirklich nicht teuer. Dann auch die 23 Euro bei dem Obst- und Gemüsehändler. Mit dem ganzen Zeug, was wir hier bekommen haben, auch der Sellerie, der ist riesig. Also wirklich, das sind bestimmt 3 Kilo. Gut, der Apfelmann 3 Euro für Kilo Äpfel, für 1 Kilo Apfel. Und beim DM, da haben wir eigentlich auch das meiste. Das, vieles davon, wie gesagt, ist schon weggeräumt. Kokosöl hier. Das ist jetzt das noch offene, aber ich mache ja momentan jeden Tag Öl ziehen. Einfach um meinem Körper ein bisschen zu helfen, zu entgiften. Alles, was ich über die Nacht angelagert habe, mache ich dann morgens 10 Minuten, ziehe ich mir einmal Öl durch die Zähne, und das ist wirklich krass. Ich dachte am Anfang so, oh Gott, was ein Humbug. Und dann hat der, mit dem ich die Ernährung zusammen mache, gesagt, ey, nee, ist schon gut. Und ich war so, okay, ich probiere es aus. Und ich war so, okay, scheiße, ist schon richtig gut. Also es hilft einfach, dem Körper zu entschlacken und alles, was man an Sachen raus haben will, halt wirklich auch rauszubekommen, weil man ja über die Zunge bzw. über den Mund vieles eigentlich rausgibt und man dann nicht richtig entgiftet sozusagen. Genau, da hatten wir das noch. Dann, Blasenpflaster haben wir uns noch gekauft, richtig. Weil wir auch wieder, oh Gott, wir fahren am Samstag, fahren wir wieder weg. Und zwar wandern nach Südtirol, und da dürfen Blasenpflaster nicht fehlen. Falls du auch ein kleiner Wanderheini bist oder gerne mal wandern gehen möchtest, verlinke ich dir hier mal meine, was man für eine Hüttentour bzw. Ja doch, wenn man wandern gehen will, was meine persönlichen Must-Haves sind. Und ja, was gibt es bei uns nächste Woche zu essen? Also einmal hatten wir ja die glutenfreie Pizza, dann werden wir noch irgendeine Reispfanne machen oder Reisbandnudeln. Ich denke, ich werde irgendwie was wieder mit Hirse und so machen oder Quinoa-Salat, also einfach so eine Bowl. Dann wird es abends auch irgendwann mal noch einen Proteinshake geben, weil es auch immer mal ganz geil ist. Brot werden wir noch essen, und eventuell ist der Kai heute Abend so nett und macht uns Wraps für morgen. Weil ich habe nämlich noch Hummus, und wir haben ja hier noch eine Avocado und ein bisschen Tomätchen, dann kann man das so lecker für morgen Mittag machen. Ja, genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du bis hierhin geschaut hast. Wenn du eine Frage hast oder einen Videowunsch, lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Gerne auch abonnieren und hier ein Like da lassen und Kommentare. Wie gesagt, Kommentare, ich liebe das. Ich liebe das. Ich finde das schön. Ich möchte dich doch kennenlernen. Ich will wissen, wer meine Videos guckt. Deshalb schreib es unten rein. Also nicht, wer du bist, sondern einfach, dass du da bist, dass du mich siehst. Und dann weiß ich, hey, du bist da, und dann freue ich mich. Und dann habe ich so, kann ich mir so ein bisschen Gesichter dazu zusammenbasteln, auch wenn das bei YouTube ein bisschen schwerer ist als jetzt zum Beispiel bei Instagram. Weil die Profile doch häufig sehr anonym sind, was okay ist. Ich kann das verstehen. Aber wie gesagt, lass mich gerne unten ein paar Herzen in den Kommentaren da. Dann können wir uns gegenseitig ein bisschen Liebe, virtuelle Liebe schicken. Eine virtuelle Umarmung. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich drauf. Und ja, Adele.